Ein neuer Tag und damit neue Energie, um sie in Yoshi's Island zu verpulvern. Jo, warum ins Fitnessstudio gehen, wenn man auch durch Zocken seelisch wie körperlich am Ende sein kann? Willkommen zurück. Wir sind hier in, ich glaube, Weltgeheim 3 stehen geblieben und das ist der falsche Weg. Also dem Mega-Hardcore-Level von Welt 3. Und hier kommen alle Yoshi-Verwandlungen nochmal vor. Wir haben das U-Boot bereits hinter uns und sind jetzt beim Lokomotivenabteil. Und versuchen den Ausweg zu finden und gleichzeitig noch die roten Münzen einzusacken. Die Blume haben wir Gott sei Dank schon, weil ich denke, es gibt immer pro Abteil eine Blume und 4 rote Münzen, weil dann würde es nämlich genau aufgehen. Oh shit, da unten ist noch eine, oder kommt man da noch hin? Weil ich weiß jetzt nicht, wie das Ganze hier verläuft. Das sieht sehr, sehr verwirrend aus. Wo soll ich denn jetzt hin? Scheiße. Ich gehe jetzt erstmal da lang. Ich bin sehr verwirrt. Es gab gerade eine Abzweigung, aber... Aber ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Ja, halt. Manchmal fährt die auch ein bisschen beschissen. Das ist das Problem. Soll ich jetzt da zurückfahren oder was? Wo kommt man denn da zum Ziel? Ach so, jetzt komme ich wieder da raus, wo ich vorhin war, oder? Aber jetzt sind die Blasen weg. Beziehungsweise die ist noch da. Oh, wenn ich mich beeile, dann könnte ich es sogar schaffen. Aber kam ich nicht von da? Heilige Scheiße, ich habe echt keinen blassen Schimmer. Wenn ich zurückgeschmissen werde, ist es aber nicht so schlimm. Ich kann die Lokomotive ja nochmal verwenden. Ich müsste halt jetzt auf die Außenbahn. Ja, ich bin falsch. Okay, gut, dann nochmal zurück. Halleluja! Das ist aber auch total verwirrend, der Scheiß. Ich hoffe, ich habe hier alles. Wie sieht's denn aus? Oh, ich habe mir sogar schon 12 rote Münzen. Okay. Dann haben sie es doch nicht so gemacht, wie ich es machen würde. Sei es drum. Vielleicht ist das Level auch gar nicht so lang, wie ich es befürchte. Das wäre ja wunderbar. Aber es kommen halt wirklich noch Helikopter, Auto und Bagger. Und absolut keinen Bock habe ich vor allem auf Bagger. Die Lupe haben wir an, ne? Also da sehen wir zumindest, wo die roten Münzen sind. Wirklich brauchen tut man sich hier, aber zumindest bis jetzt nicht. Komm auch so klar. Wichtig zu erwähnen ist, dass es 2 Gänge bei der Lokomotive gibt. Und natürlich sollte man immer rennen, in Anführungsstrichen, also schnell fahren. Sonst erreicht man sein Ziel nicht. Das wäre hier. Und was kommt jetzt, bitteschön? Boah, fall da jetzt bloß nicht runter, ja? Aber schneller kann ich nicht. Ich drück schon auf die Tube ohne Ende. Lol. Okay. Ist das der Schluss? Hab ich es geschafft, oder was? Also, Lokomotivenabteil. Ja, anscheinend. Sonst wäre hier kein Speicherstern. Alles klar. Dann geht's weiter mit... Nein! Bagger! Oh, und Flugzeug wohl im Anschluss. Vielleicht ist das Baggerabteil nur so ganz klein. Also, wir müssen da die Blume holen und unten wartet dann der Helikopter. Das wäre richtig episch. Das Level ist gar nicht so schlimm, eigentlich. Ich finde es bis jetzt echt... Okay, wäre nicht die Steuerung manchmal scheiße. Bin halt echt der Meinung, dass das nicht immer 100% funktioniert beim Zug und beim Bagger. Der Rest geht. Aber... Ja, keine Ahnung. Da passt mir das nicht so. Und tatsächlich, der Bagger ist nur ganz kurz vertreten. Als wären meine Gebete erhört worden. Hoffentlich ist aber dafür jetzt nicht der Helikopterabteil umso dreister. Naja, wir sehen ja die roten Münzen, ne? Wenn es überhaupt welche gibt. Man könnte natürlich auch welche ganz dreist verstecken oder eine Blume ganz dreist verstecken. Oh. Oh, ich fürchte, da habe ich mich zu früh gefreut. Es geht weiter und ich gehe jetzt einfach mal da rein. Ich habe keinen Plan, wo das Level weitergeht. Ich mache einfach nochmal Bagger-Spielchen. Wäre auch zu schön gewesen, um ehrlich zu sein. Viel zu schön. Oh, mir fällt gerade auf, ich habe gar keinen Safe-Sack gemacht bei dem Speicherstern. Dann mache ich den jetzt einfach mal hier. Ist egal. Wegen der Lupe, ihr wisst schon. Das war ja alles nicht schwierig. Das war ja nur zeitaufwendig. Na gut, man hat hier natürlich schon seinen Zeitdruck, ne? Jetzt weiß ich nicht, ob da hinten links noch was war. Ich denke aber nicht. Ich habe auch keine Zeit, jetzt nachzuschauen. Oder? Fuck. Ich muss einfach hoffen, dass da nichts ist. Ach, da ist ja gleich nochmal ein
Speicherkreis. Und das Auto. Ja, dann sind wir doch eigentlich schon kurz vorm Ziel, oder? Mhm, aber zwei Blumen fehlen noch. Das ist... Naja, das kommt mir ein bisschen spanisch vor. Eine ist allerdings da unten. Eine ist da unten. Die kriege ich wohl mit dem Auto. Ja, okay. Dann speichern wir mal. Und, kann man da runter? Ja, man kann da runter. Man muss da sogar runter. Das ist total verwirrend alles. Sehr, sehr seltsam aufgebaut. Oh, nein! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und den Bagger kann ich auch nur einmal verwenden hier, weil er aus einer Blase kommt. Ich denke, da muss ich mich jetzt zur Blume hingraben. Und das muss auch sofort klappen, sonst muss ich mich umbringen. Scheiß Steuerung, Mann, mach. Was jetzt dahin? Hä? Das schafft er doch gar nicht. Oder etwa doch? Nö. Das war unmöglich. Wie soll man das in der Zeit schaffen? Und da gab es da noch irgendwo eine Blase, wo ich mich hätte aufladen können. Was ist denn das für ein Betrug, ey? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich gab es da noch irgendwo eine Blase. Aber was weiß ich, Mann. Jetzt muss ich mich eigentlich töten. Außer man kann da auch mit dem Flugzeug rein, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber wenn der Spalt groß genug ist für den Bagger, dann müsste es eigentlich auch fürs Flugzeug reichen. Aber das ist jetzt ein bisschen frei interpretiert von mir. Ich hatte die Hoffnung, dass jetzt hier ein Helikopter ist, aber nee. Es ist ja kein Unding, wenn ich mich jetzt umbringen muss. Es ist wirklich nicht so oh, okay, da hätten wir nochmal einen Bagger. Aber komme ich mit dem bis dahinter? Niemals. Und was haben wir da? Oh, ist das verwirrend, ey. Vielleicht hätte ich den Bagger auch gar nicht hierfür einsetzen sollen, sondern weiter oben. Weil, wie gesagt, das war echt zeitlich gar nicht möglich. Meiner Meinung nach. Hier haben wir ein Flugzeug. Hä? Muss ich von... Oh Gott. Was soll denn der Scheiß? Da muss ich von unten kommen, so wie es aussieht. Oder etwa nicht, hä? Ach, wir probieren es einfach mal. Ich glaube, dass ich da unten durch muss, weil da... Ja, tatsächlich. Wenn ich gestorben wäre, ist mir auch vollkommen egal. Dann hätte ich wenigstens das mit dem Bagger nochmal probieren müssen. Aber hier sieht man halt eindeutig, dass man von unten kommen muss. Jetzt fliege ich mal da rechts raus. Ah, geht nicht, geht nicht. Schade. Hä? Verflucht. Verflucht ist das Assi. Da hochzuspringen, das geht auch nicht. Ich muss da irgendwie mit dem Flugzeug rein. Jetzt liegt es an der einen Blume, ne? Und an den drei roten Münzen, aber die werde ich schon noch irgendwo finden. Wozu ist dieser Bagger hier? Ach, der Bagger ist... Ah, um zum Flugzeug zu kommen. Ja. Oh, 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 ich habe einen guten Plan, Leute. Ja, ich habe einen richtig geilen Plan, aber ich habe nur eine einzige Chance. Lol. Ich werde jetzt in den Bagger gehen, dann in das Flugzeug und versuchen, da hochzufliegen und mir die Blume zu holen. Vielleicht ist das sogar so gewollt. Alter, habe ich einen Schuss. Aber ich muss es probieren. Das war meine letzte Chance. Aber ja, ja. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ziehen wir es durch. Entweder wir schaffen es oder wir schaffen es nicht. Das Schicksal wird entscheiden. Weil mit dem Bagger alleine komme ich da nicht mehr hin. Das ist zeitlich nicht mehr möglich. Das war aber auch von Anfang an irgendwie nicht möglich. Ich glaube, dass das nur Verarsche war. Oder ich musste da irgendwie den Weg für... Das war's. Ja, die Steuerung ist der letzte Dreck hier. Es ist einfach so. Oder Moment mal. Gibt es hier noch irgendwo... Nee, es gibt nur diesen einen Gegner, ne? Und keinen, auf den ich drauf springen kann. Nee. Andererseits, ich habe jetzt noch einen Plan. Ist das bescheuert. Betet zu Gott, Leute. Ja! Okay, komm. Hol die Blume, Alter. Hol sie! Du Barbo. Nee, ich hasse das Wort. Warum sage ich das jetzt? Einfach nur so. Scheiße.
Wieder durch. Wieder runter. Mach schon! Du bist der King, Alter! Ja, geil! Wie geil habe ich das bitte geschafft? Aber das Level ist noch nicht beendet, ne? Jesus Christ! Kommt da nochmal so ein Speicher oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Da oben ist auch noch irgendwas, verfluchte Kacke. Was mache ich, wenn da jetzt ein paar Münzen sind? Oder komme ich von da? Ich weiß es nicht. Also ich state hier jetzt mal. Weil ich müsste das ja nur nochmal machen. Und ihr habt ja gesehen, wie das geht. Oh, hoffentlich kommt da nochmal ein Speicher. Oder einfach nur das Ziel. Aber wir brauchen noch 3 rote Münzen. Die müssen da auf dem Weg sein. Oh Gott. Scheiße, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe die Blase viel zu früh genommen und bin eh tot. Oh, nee, nee, da geht's noch weiter. Oder ist das nur für einen Rückweg? Ja, das ist für einen Rückweg. Was ist denn das für ein Blödsinn? Ja, und jetzt? Ach so. Ja, wenn ich faile, was dann? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier falsch bin. Also, andererseits, ich komme hier wahrscheinlich zum Ziel, aber krieg keine roten Münzen und so ab. Ja. Also, ich kann mich eigentlich eingraben gehen. Ich muss nämlich da hoch. Aber da die Blasen nur einmal auftauchen anscheinend... Oder? Nee, tun sie nicht. Hört das Auto auch irgendwann auf? Ja, ne? Die Blasen, die waren doch alle fest. Die hatten nichts mit einem Fragezeichenflatterer zu tun, nicht wahr? Also müssten die auch wieder auftauchen. Alle. Tatsächlich. Okay, cool. Cool. Dann kann man hier nicht sterben, wenn ich das so richtig verstanden habe. Och, mein Herz. Das ist aber auch eine asoziale Stelle. Sag mal, wie muss man denn da drücken, dass man auf dem Blödsinn da oben bleibt? Oh, wer denkt sich so einen Scheiß aus? Aber trotzdem finde ich es gut, dass das Auto noch eine einigermaßen coole Stelle bekommt, weil das kam nämlich im eigentlichen Spiel viel zu kurz. Ich kann mich eigentlich nur an einen einzigen Auftritt erinnern. Nee, das kotzt mich an. Das kotzt mich wieder richtig krass an. So Schwierigkeit schön und gut, so mit dem Helikopter und so, aber das kotzt mich übel an. Da muss wieder so viel stimmen auf einmal, dass man da drüber kommt. Und bestimmt ist das nicht die einzige Hürde. Da kommen noch 2-3 Mal solche Dinger. Und wenn ich hier warte wie ein Blöder, dann wird das Auto irgendwann leer. Ja, klar geht's da weiter. Selbstverständlich geht's da weiter. Leg meinen schmutzigen Arsch. Na, 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 na. Mein Gott. Was haben die denn bitte schon alle genommen? Aber nach einer Zeit laden sich die Blasen dann doch wieder auf. Interessant. Geil! Richtig episch. Ich will es nicht schneiden, aber ich muss es. Wenn es nicht hinhaut, schneide ich es halt rein, so wie ich es geschafft habe, weil es dauert wohl noch eine Weile, bis ich hier durch bin. Oder. Ich bleibe jetzt einfach mal so drauf. Oder. Oh! Yes! Yes! Und nicht mal darunter gefallen. Dabei habe ich nicht mehr gesehen, dass es da so eine Klappe gab, Mann. Das hätte auch schief gehen können. 100%, Bitch! Oh, yeah! Meine Güte, meine Herren, meine Damen, meine Jungs, meine Mädels, meine Omas, meine Opas, meine Aliens, meine Hater. Das sind die Aliens. Vielen Dank für diese Unterstützung bis hierhin. Denn ich glaube, ohne euch hätte ich die Energie nicht aufgebracht, bis hierhin zu kommen. Ah.
Es ist noch nicht geschafft. Erst die Hälfte der kranken Level sind durch. Wir fangen aber schon mal mit Hölle 4 an. Und auch das hat jetzt wieder 15 Minuten gedauert. Übel. Aber ich mache wahrscheinlich die Parts auch länger. Also so nahezu 30 Minuten immer. Weil dass man für ein so ein krankes Level nun mal mehr als 20 Minuten benötigt, das sollte eigentlich jedem einleuchten. So, was war denn Geheim 4? Ich glaube, es ist sogar schon zu wissen. Das war das mit den Kugelwillis und so kranken Sprüngen, ne? Hüpfscharmützel, ja. Okay. Dann haben wir eins meiner Hasslevel erreicht. Habe ich das überhaupt geschafft? Ich weiß gar nicht, ob ich das Level überhaupt geschafft habe. Wirklich nicht. Das ist nämlich ganz, ganz übel. Da müssen die Sprünge wieder mal so astrein sein. Und da kommen so Passagen mit Kugelwillis, da fragst du dich einfach nur, willst du da bitte schön vorbeikommen? Oh. Okay, die erste Blume haben wir schon mal. Jetzt weiß ich aber nicht, ob da unten noch irgendwas war. Ich denke mal schon, oder? Andererseits... Nee. Keine Ahnung. Und man kommt ja nur dank dieser Paracooper da hoch, ne? Also warum sollten sie da was verstecken? Vor allem, weil oben die Blume war. Wäre die Blume unten, dann okay, aber... Ach Gott. Was weiß denn ich? Ah, du bist geil. Richtig. Toll. Gib's mir, komm. Bam. Bis hierhin ist es noch chillig, aber jetzt muss man sich so nach oben arbeiten. Und da ist mir schon erstmals die Kotze gekommen. Vor allem hier. Ah, komm, 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 komm. Gib mir den anderen, gib mir den anderen. Komm, 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 komm. Betrug. Nee, Schmarrn. Ich musste jetzt nur einfach nur meinen Wut irgendwie. Ja, komm. Aber wenn sie nicht gleichzeitig schießen, das kann nämlich auch mal passieren, glaube ich, dann ist es noch machbar. Verflucht, ey. Ich hätte es schon längst schaffen können. Eigentlich ist es ganz gut so. Yes. Und darüber, darüber. Nein, darüber sagte ich. Ich glaube, von da kommt man nicht da hoch, oder? Schaffst du das, Yoshi? Doch, Gott sei Dank. Eieieiei. Und gleich mal speichern. Aber das kommt mir irgendwie spanisch vor. Es sind drei rote Münzen. Verdammt, vielleicht war da am Anfang doch noch was unten. Was? Höhlenabteil? Echt? Oh, ah ja, ich erinnere mich. Jetzt kommen ganz viele von denen. Man muss da immer auf den Kopf springen und nur so kommt man darüber. Na gut, das ist aber eigentlich noch relativ machbar. Mhm. Der fühlt sich ganz geil. Luftballons. Was wollt ihr denn damit erreichen? Okay, ich gehe erstmal hier lang. Das sieht mir nach einer Blumenstation aus. Kein Ball? Wie komme ich denn da hoch dann? Ah, du bist nicht umsonst da, stimmt's? Du bist bestimmt kein Statist. Aha. Ah, oh nein, ich habe ihn aber... Halt, es war doch nicht so gemeint. Ich hätte ihn sogar gebraucht, wahrscheinlich. Genau, ah ja, guter Plan, guter Plan. Ich nehme diesen Deppen da mit. Jetzt muss ich halt hoffen, dass der Paracooper da wieder... Ach, ich muss erstmal hoch, Moment. Ich brauche den Paracooper wieder an der Stelle. Mit dem Panzer, den ich im Maul habe, schmeiße ich dann dieses Fragezeichenteil ab. Aber der ist immer noch nicht Paracooper geworden. Obwohl, muss er auch gar nicht, glaube ich, ne? Ah, ja, er hat sich doch umentschieden. Ich lasse mir einfach mal wieder Flügel wachsen. Okay. Bisschen Red Bull getrunken und dann hat's wieder gepasst. Epic. Was, eine Tür? Okay, ich gebe zu, das habe ich jetzt nicht erwartet. Hat eigentlich gedacht, eine Blume erscheint. Aber da unten ist eine. Ja, hier kann man sich noch einen abholen, habe ich aber echt keinen Bock. Oh, ich komme da gar nicht mehr raus. Andererseits hier diese Röhre. Gott. Oh, Moment, 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 warte, vielleicht waren da noch rote Münzen. Ach, scheiße. Ich hab's wieder versemmelt, ne? Was soll ich da jetzt... Nee, wartet mal. Also, wenn ich's schon hier verkackt hab mit den roten Münzen, hoffen wir einfach mal, dass da nichts war. Dann will ich wenigstens wissen, ob da oben noch was ist.
Aber ich habe mich jetzt hier ehrlich gesagt ein bisschen blöd angestellt. Ich habe vieles nicht untersucht. Da am Anfang nicht. Und da mit der Blume habe ich es mir zu einfach gemacht. Ich hätte da lieber den Panzer so schmeißen sollen, wie es gewollt war. Ich dachte, das wäre eine One-Up-Station, aber da kann immer noch irgendwas sein mit roten Münzen und so. Oh nein. Das war auch ein Fehler. Ach, leck mich doch. Du bist doch gerade noch in die andere Scheißrichtung gegangen. Rein da mit dir. Ich frage mich aber gerade, ob hier überhaupt irgendwas ist. Vielleicht hätte ich auch einfach unten lang gehen können. Weil da war ja die Blume und hier scheint gar nichts zu sein. Nur der sozusagen härtere Weg. Oh, obwohl. Obwohl. Und wieder was ist, Junge. Und wieder was ist. Ich spring jetzt erstmal da runter, um mir wieder einen besseren Überblick zu verschaffen. Man darf die Hoffnung ja nicht aufgeben, dass ich alles richtig gemacht habe. Aber fortan sollte ich die Geschichte hier ein bisschen besser untersuchen. Ah, da unten ist auch wieder was, ne? Crap. Und die Kamera will und will nicht runter. Okay, ich hatte gehofft, dass da ein Pilz ist. Alle meine Hoffnungen. Oh, dann ist es nur ein Ab! Ein unnützes, unbedeutendes Ab. Das mir sowas von egal ist, wie Lindsay Lohan. Komm, hau ab. Oh, so ein Schmarrn wieder mal. Jetzt geht's wieder raus, oder? Und dann kommt weitere blöde Kugelwilli-Passage. Okay, ein Speicher. Wie schaut's aus? Hm. Nicht gut. Zwar drei Blumen, aber fünf rote Münzen, das erscheint mir schon arg wenig. Oh, Drogen. Die haben sich aber auch wirklich für die Speziallevel nochmal richtig gute Gedanken gemacht. Gut im Sinne von für sie gut und schlecht für den Spieler. Oh, hier sind aber ziemlich viele rote Münzen, merke ich gerade. Er kann ruhig so weitergehen. Ah, jetzt kommt eine richtige blöde Stelle. Warte, warte, warte. Erstmal, wenn er weg ist. Jetzt. Mach. Mach schon. Oh, oh, shit. Wo bin ich denn? Ah! Was war das da oben? Eine Red Coin? Na, jetzt bin ich doch erwischt worden. Ich warte einfach hier, weil erst trabe ich gerade nicht. Tut man auch in der Luft irgendwie? Nee, in der Luft passt alles. Boah, wie man ins Wanken gerät, hey. Gut, jetzt passt wieder alles. Und tschüss. Drecksdroge. Aber alter Schwede, wie viele rote Münzen habe ich jetzt hier schon geholt? Ich schau gleich aufs Konto, wenn wir hier durch sind. Jetzt kommt nochmal ein Paracooper-Spiel. Ja, wie viel noch? Okay, 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 okay. 15, geil! Noch 5? Okay, jetzt habe ich ein besseres Gefühl als vorher. Schaffen wir das Level vielleicht sogar noch in dem Part? WTF? Ich hatte es krasser in Erinnerung, aber vielleicht kommt es erst noch. Mit sehr vielen Kugelwillis und krassen Sprüngen wie diese mir. Da brauche ich den Lappen aber eigentlich gar nicht. Scrolling Shit! Ah, oh, und jetzt werde ich hier bombardiert, ne? Ich glaube, das war es, was ich mir so vorgestellt habe. Und am Ende kommt nochmal irgendwie so ein blöder Sprung. Ja, 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 ja. Wow. Wobei, das ist gut, wenn man auf so einem Kugelwilli landet, weil dann kann ich ja höher springen. Da, 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 da. Scheiße, das war klar. Ja. Ein Treffer und finito. Ihr darf sich nicht erwischen lassen, sonst ist es vorbei. Aber da war ein Sternkreis, ne? Ja, schon. Aber jetzt ist die Lupe wieder weg. Ach komm, jetzt machen wir mal ohne. Wir sind eh kurz vorm Ende und hier ist 16 und 17. Der letzte Scheiß wird hoffentlich noch kommen. Ich denke schon. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe auch ein sehr gutes Gefühl, dass wir diesen Mist hier noch in dem Part schaffen. Ein sehr, sehr gutes Gefühl. Aber da muss man halt hier irgendwie durch. Ist aber auch wieder sehr leicht gesagt. Also, wenn die Plattform am höchsten ist, einfach springen. Dann auf den drauf. Springen, 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 springen. Flattern, 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 flattern. Ich sehe gar nichts, aber ich drücke im Rhythmus immer wieder A. Oh, könnte mal aufhören hier. Ja, klar. Jetzt bräuchte ich doch die Lupe. Oder sind die alle gelb? Nee, ich glaube nicht. Alter. Boah, ich bin nicht getroffen worden. Ich hätte 3 Fünfer hingelegt auf meinen Tod, aber... Scheiße. Die kann ich jetzt nicht mehr holen.
Scheiße. Zwei fehlen, gell? Ja, eine Blume. Geschafft! Ja! Nur einmal gefailt! Geil! Okay, das Level hatte ich tatsächlich schwieriger in Erinnerung, als es ist. Aber das nächste und das letzte, das ist wirklich hart. Also, zumindest das allerletzte. Beim nächsten, das wird sehr konfus, das weiß ich noch. Cool, also ich bin gar nicht mal so geschockt diesmal. Es lief eigentlich ganz gut. Wir hatten einige Skill-Momente sogar drin. Geil, das motiviert mich jetzt. Ich hoffe euch auch. Daumen hoch, wenn ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, gib mir eine Lupe hier. Der Rest ist mir eigentlich kackegal. Ich ziele jetzt nur auf die Lupe. Aber die war nicht da. Da war sie. Ich wusste es schon, nur ich habe jetzt dafür. Egal. Hier und da unten. Da. Gut. Okay. Schönen Tag noch.